Ja, hallo zusammen, da sind wir wieder. Ich sehe gerade, wir sind diesmal Captain Brad Hawk schon wieder den Charakter gewechselt. Okay, mit links gibt es eine Kanone. Und kann ich zoomen? Nein, da mit rechts gibt es eine Rakete. Da feuert er Raketen ab. Ah, da, da, Feinde, Feinde, Feinde. Damit fahrt ihr nicht mehr rum. Ah, jetzt ist es überhitzt. Ah. Er muss also auch darauf achten, die Gun nicht zu überhitzen, die GAU. Drücke Maus rechts, um eine Hydra abzufeuern. Das habe ich vorhin gerade mal gemacht. So. Dafür habe ich ein Einsatzziel erreicht, weil ich jetzt eine Hydra abgeschossen habe. Wenn ich jetzt einen Furz lasse im Cockpit, habe ich bestimmt auch gleich ein Einsatzziel erreicht. Ah, okay, wir wechseln auf Fernsicht und sehen ein paar böse Jungs. Und der stellt eine Kiste Kohle ab. Oder was auch immer das ist. Die scheinen sich hier zu unterhalten. Einer ging gerade da rein in die Höhle. Und der zweite geht ihm nach. Wahrscheinlich holt er einen Flaschenöffner. Das sind ja auch noch zwei. Das kommt da rausgerannt, hat einen Flaschenöffner. Ah, schnell eine Kohle aufmachen oder was? Aber nein, ich hab ganz vergessen. Oh, die stellen Mörser auf. Die stellen Mörser auf. Würde ich ja gern, aber die Waffen sind deaktiviert. Ich kann nicht feuern. Weil, was ich vorher so gesagt habe, bei den Taliban ist ja die Cola und überhaupt westliches Zeug ist ja verboten. So, was kann ich jetzt feuern? Ja, jetzt kann ich schießen. Ja, wobei, ich soll die 4 drücken, sagt er. Okay. Habe ich irgendwas abgefeuert? Und da fliegen sie durch die Luft. Und, oh, da macht eine richtige Weltreise. Aber man darf auch nicht vergessen, das ist natürlich auch ein ganz brutales Geschütz, diese GAU. Seht ihr, guckt mal, wie der hinfliegt. Das ist ja extrem. Sieht ein bisschen unrealistisch aus, aber irgendwie auch ganz witzig. Ah, ich soll hier wieder, ja genau, die 4 soll ich drücken. Und da kommt eine Hellfire. Bau! Das sah besser aus. Das war ein guter Flug. Die da quer durchs Bild fliegen, das ist ein bisschen komisch. Okay, zerstöre Mörser-Team noch eins. Ah, da sind sie. Da sehe ich sie. Ah, da ist der Mörser. Da ist der Mörser. Ihr kriegt auch noch was. Wir haben ja genug Geschenke für alle. So. Keine Feinde mehr. Nein, ich sehe nichts. Da rennt keiner mehr rum. Auch hier ist leer und auch die dritte Stellung ist nicht mehr besetzt worden. Scheint, als hätten wir es erledigt, ja. Aber da hat es noch welche. Aber die Munition kommt viel zu spät an, weil wir aber viel zu weit weg sind. Die sind schon längst um die Ecke. Okay, weiter geht's. Wir haben 3 LKWs, die fahren in Richtung eines Dorfes, 2 Klicks nördlich von Babukel. 3 Klicks, das sind 3 Kilometer. Okay. Drücke und halte Shift links, um zu zoomen. Haben wir, sehen wir auch ein bisschen mehr. Niedrig, niedrig. Ja, wir fliegen ziemlich niedrig, da hast du recht. So 20 Meter über dem Boden. Und wir fliegen in ein Dorf, wir reiten in ein Dorf ein. So, bam. Da fliegt ja gleich alles in die Luft. Na, die Rakete geht aber vorne raus. Kann ich nicht nach links ziehen, dann kann ich nur mit der GAU hin. Für die, die es wissen, die Kavallerie, die ihr aus Westernfilmen kennt, die wurde zu Zeiten, glaube ich, des Vietnamkriegs, wurde die Kavallerie mit Helikoptern bestückt statt mit Pferden. Und heißt aber immer noch Kavallerie bis heute. Also wenn man dann sagt, die Kavallerie kommt, dann sind heute Helikopter gemeint und nicht mehr Pferde. Und wir legen alles in Schutt und Asche hier.
Die werden heute Nacht draußen schlafen, die Taliban. Wo sind die Feinde irgendwo? Hier, ja. Hydras laden nach. Bam, bam, bam. Oh, Feinde, 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 Feinde. Wow, da hat uns was getroffen. Der Kerl hier, der hat uns getroffen. Aber es scheint, wir können noch fliegen. Ach komm, wir legen die ganze Hütte in Schutt und Asche. Da kommen welche raus. Das sind gewaltige Explosionen hier. Das war nur ein Baumstumpf. Ich kann da nicht hinfeuern. Die schießen zwar da raus, aber ich komme nicht dahin. Jetzt. Jetzt. Da hat er rausgeschossen vorher. Oh, noch ein Treffer. Noch ein Treffer. Wir sind vielleicht angeschlagen. Ich weiß nicht. Ich blas die mal aus der Hütte da. Hey, und da fliegen sie. Das Dorf ist voller Supermänner. Die Hütte steht immer noch. Dabei habe ich da zig... Jetzt ist er hin. Habe ich zigmal reingefeuert schon. Jetzt, habt ihr gesehen, da sind gerade welche gespawnt worden. Zack, war's. Da waren sie da. Ich finde eigentlich, die sollte man spawnen, dass man sie nicht sieht. Das wäre besser gewesen, aber egal. Oh, unser Kollege ist auch angeschlagen. Sein rechtes Triebwerk. Stößt eine Menge Rauch aus. Ja, er hat es auch gerade gesagt. Ich habe noch verkaufen und negatives 30 mm. Ich wiederhole, kein Geschütz. Schicken wir die auch zelten. Da hinten auch noch. Wer weiß, ob da noch was rauskommt. Das finde ich auch cool, dass man das auch wirklich zerstören kann. Das ist schon ziemlich cool gemacht. Na, da kann ich nicht hinfeuern. Okay. Er markiert und ich soll sie abschießen. Ja, es ist vielleicht besser, wenn er sie ein bisschen zurückhält, weil sie sieht wirklich angeschlagen aus. So. Also dieses So müsst ihr mir nachsehen, das ist so ein Tick von mir. Das müsst ihr mir nachsehen. Das ist so fast schon ein Reflex. Und wenn so ein bisschen Pause eintritt, dann schnaufe ich auf diese Art ein bisschen durch. Das ist wirklich aufregend hier. So, Sterne von Gunfighter 06 markierte Mörserteams. Okay, zeig mal her, wo hast du denn? Wo sind sie denn, die markierten Mörserziele? Das muss hier oben sein. Okay, wir steigen über den Kamm. Gleich muss die Sicht frei werden. Ja, da sind sie, die Mörserteams. Und wir lernen sie das Fliegen. Wir lehren sie das Fliegen. Oder 12 Uhr, 12 Uhr, wo ist... Drückehalte 4, Hellfire-Abwehr, machen wir. Zack. Bam. Also die Mission gefällt mir... Ah, Feinde, gefällt mir bis jetzt ganz gut. Wo sind sie denn, wo sind sie denn? Nochmal, nochmal 4. So, der Hellfire raus. Rausjagen. Und da bricht der ganze Berg weg. Sieht ja wirklich krass aus. Ja, schaut euch den Brocken an, der da runterfällt. Okay. Ich muss damit wirklich aufhören. Mit diesem okay, aber es ist schwierig. Oh, schon wieder Feinde. Das ist schwer zu kontrollieren für mich gerade. Voller Schuss hier. Was wollte ich eigentlich auf die Munition schießen da hinten? Ja, jetzt kommen wir von hinten nochmal. Und ich blase den ganzen Scheiß in die Luft hier. Ah, da ist die Munition noch.
Das war's? Ah, das sind noch welche. Da. Das sieht so cool aus, wirklich. Das ist, die Mission ist wirklich, das ist gut gemacht, also muss ich sagen. Es macht auch Spaß hier zu ballern. Okay, da soll ich wieder was markieren. Und sie flüchten. Wir haben sie in die Flucht geschlagen. Also Stellung rechts. Okay, wieder Hellfire rein. Ich bin hier richtig am Werken. Es ist harte Arbeit. Ach, wir haben es erreicht. Einsatzziel. Ist nachwerfen hier. Wir haben ja genug. 8300 Schuss. Nein, stimmt das? Ach, der zählt das Verschossene und nicht das Weg. Nicht das, was noch übrig ist, sehe ich das. Ja, genau, der zählt hoch und nicht runter. So, ist da noch was? Es piepst so komisch. Das könnte heißen, dass uns ein RPG ins Ziel genommen hat. Nein, scheint aber nicht so zu sein. Dieses Piepsen gefällt mir nicht. Es ist in meinem Helikopter ist es kein gutes Geräusch. Das zeigt in der Regel Gefahr an. Ah, Volltreffer, Volltreffer. Wieder sind wir getroffen. Sie setzen uns ganz schön zu. Zerstöre Mörserstellung. Ja, machen wir. Hellfire-Abschuss. Und der Jeep fliegt durch die Luft. Da ist auch noch was. Da wird noch gefeuert. Ich sehe sie. Da sind, ja genau, da ist noch was. Und da unten auch. Mission gescheitert. Was haben wir falsch gemacht? Raketen einsetzen. Okay, ich hätte wohl diese Vierer-Taste, also die für die Hellfire drücken sollen. Leider habe ich das nicht mitgekriegt. Normalerweise zeigen sie das an, weil ich habe hier ordentlich zu tun. Ich versuche hier rauszuhauen, was ich habe. So, jetzt darf ich. Normal, seht ihr denn diesen Marker, diesen Viereck? Das ist eigentlich das Zeichen für die Hellfires. Aber das habe ich vorher nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob ich das verpasst habe. Ich muss mal ein bisschen näher. Ah, da ist ein Schütz. Vielleicht habe ich das übersehen. Da ist noch eins. Ja, nochmal. Gibt's ja nicht. Was ist da zu tun? Was muss ich da machen? Ich werde ja auch jedes Mal getroffen, egal was ich mache. Das spielt überhaupt keine Rolle. Das scheint irgendwie so ein Skriptablauf zu sein. Vielleicht bin ich auch nur zu blöde, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Irgendwas scheine ich falsch zu machen. Okay, 4. Hier drauf. Okay, diesmal ist ausgeschaltet. Aber da ist noch eine. Die habe ich vielleicht übersehen die ganze Zeit. Ich weiß es nicht. Da war noch eine. Ich kann da nicht reinfeuern. Das geht nicht. Das hat überhaupt keine Wirkung. Da kann ich ballern, so viel ich lustig bin. Ja, das nützt aber nichts. Da sind auch noch welche. Ah. Jetzt darf ich das machen. Okay, es scheint wirklich das Luftabwehrgeschütz gewesen zu sein. Gerade hinter der Flanke. Seht ihr es? Da war ein Geschütz. Das habe ich zweimal verpasst. Ich habe es wirklich nicht gesehen hinter den ganzen Explosionen. Das ist mir entgangen. Tja. Immerhin sind wir nicht gestorben. Zwar ist die Mission gescheitert. Aber wir sind nicht drauf gegangen. Ja, die seht ihr da, wo ich gerade drauf ziele. Das habe ich verpasst. Ich habe das nicht entdeckt. Tja, kann passieren.
Okay. Sieht aus, als wäre die Mission hier zu Ende. Hat Spaß gemacht, doch? War funny. Ah, 64 zu ballern. Nein, geht's noch weiter? Es ist nicht... Okay, nein, die fliegen weg. Ah, das wird aber was. Das wird aber was. That wasn't us. We have no gun. Someone does. That was a hell of a okay, shot. Sichtwechsel auf einen Scharfschützen. Der hat auch vorher gerade den Flakschützen erledigt. Ah, okay. Dann mache ich hier den Schnitt. Bis zum nächsten Mal. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder zuguckt. Tschüss.